Guten Tag, liebe Zuschauer von RS1 TV. Das Fußballjahr hat begonnen. Das Jahr 2015 ist in vollem Gange, die Vorbereitung der Fußballer auch. Und wir befinden uns hier in der Sporthalle Neuenkamp, wo das zweite Mal das Kreishallenpokalturnier des Kreis 14 Remscheid ausgetragen wird. Hier heute 13 Mannschaften in der Vorrunde, die um den Einzug in die Endrunde in der nächsten Woche spielen. Also heute genau in einer Woche hier die Endrunde mit dann eben dementsprechend den Mannschaften, die sich heute qualifiziert haben. Ja, Favoriten werden momentan ihrer Rolle gerecht. Der FC Remscheid momentan mit 3 Spielen, 3 Siegen. Und derjenige, den das natürlich auch interessiert, ist der Veranstalter hier heute, der Vorstand der SG Hackenberg, der neben mir sitzt, und zwar der liebe Joachim Weber. Joachim, hallo. Hallo. Wie bist du denn zufrieden heute erstmal mit dem Verlauf des Turniers hier? Also den Verlauf des Turniers, ich sag mal, wir haben schon heute Morgen um 8 Uhr angefangen, alles aufzubauen mit der gesamten Mannschaft, sprich mit dem Orga-Komitee mit ca. 25 Leuten. Es hat wunderbar geklappt. Zu dem Verlauf, sage ich mal, vom Sportlichen her, ich glaube, sieht man, dass jede Mannschaft ein bisschen Spaß hat, dass wir das die Winterpause mal überbrücken. Und ich von meiner Seite, von der organisatorischen Seite, ist immer hochzufrieden, ist alles ruhig geblieben, so dass uns das allen Spaß macht. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, die Winterpause ist gerade noch in vollem Gange. Wie siehst du dann eben dementsprechend solche Turniere? Hältst du das für sinnvoll, dass das auch wieder eingeführt wurde? Ich glaube schon. Ich kann ja nur von meinem Verein reden, dass die Jungs heiß auf Fußballspielen sind oder wieder. Gut, momentan mit den Verletzten, was wir als Verein Probleme haben. Aber im Großen, ich finde das schon eine sehr gute Sache, dass wir uns mal eben zusammen getroffen haben und das ausgetragen haben. Letztes Jahr hat der Pokal stattgefunden in Rade vom Wald. Das war auch ein sehr gutes Turnier, was da ausgetragen wurde. Was hat euch denn dazu bewogen, eben dementsprechend hierher zu gehen und zu sagen, dieses Jahr wollen wir das machen? Ja, das ist wieder so eine Sache. Man weiß ja, SG Hackenberg veranstaltet auch das große Pfingstturnier. Und, sage ich mal, der Mannschaft, die das alles organisiert hat, wieder in den Fingern gejuckt und gesagt haben, pass mal auf, wir haben gehört, Kreishallenpokal, Austragung, schreib mal bitte Bewerbung, wir stehen Gewehr am Fuß. Und ja, wie man das sieht, haben sich wieder 25 Leute zusammengefunden, zusammengetan, um das Ganze auszurichten. Deswegen auch von meiner Seite schönen Dank an die Senioren, an die Eltern, die uns dabei kräftig unterstützen. Und ich glaube, wir haben auch alle Spaß dran. Das ist das Wichtigste. Jetzt steht ja für das kommende Jahr vielleicht sogar noch eine Regeländerung an. Ja, man diskutiert darüber, ob nächstes Jahr die Hallenturniere nach Futsal-Regeln ausgetragen werden. Was ist deine Meinung dazu? Futsal, ich sage mal meine Meinung. Jeder weiß, dass ich fast keine Ahnung vom Fußball habe. Deswegen bin ich auch im Vorstand und kein Trainer. Aber ja, körperlose Einsatz. Ob das so gut ist, ich weiß es nicht. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, Resonanz auch im Verein ist lieber ein Hallenfußball als Futsal. Das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen, von daher könnt ihr sicherlich eure Meinung eben dementsprechend einbringen. Ja, Joachim, erstmal herzlichen Dank an dich. Und wir schauen uns jetzt noch ein paar Bilder an hier vom heutigen Turnier. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Woche. Und ja, bis dahin wünsche ich noch viel Spaß und einen schönen Sonntag.